Bundestagsdebatte über mögliche allgemeine Covid-19-Impfpflicht in Deutschland. Zuspitzung des Ukraine-Konflikts. Russland droht mit Vergeltung, sollte eine konstruktive Reaktion des Westens ausbleiben. Von der Straße in die Luft und umgekehrt. Slowakisches Unternehmen erhält grünes Licht für fliegendes Auto. Eine mögliche allgemeine Covid-19-Impfpflicht spaltet Deutschland. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will, dass sie kommt. In der Bundestagsdebatte bekam er Unterstützung. Wäre die Impfkampagne motivierender, aufsuchender gewesen wie im schönen Bundesland Bremen, dann müssten wir diese Debatte möglicherweise gar nicht führen. Jetzt aber stehen wir in der Verantwortung, die bestehenden Impflücken zu schließen. Eine allgemeine Impfpflicht ab 18 sendet die klare Botschaft: Wir alle stehen in der Verantwortung füreinander. Aus der Opposition gab es teils Zweifel, teils deutliche Ablehnung. Es muss doch gerade darum gehen, neben der Frage des Ob einer Impfpflicht auch zu diskutieren, wie denn diese Impfpflicht aussehen könnte. Oder hätte ich mir gewünscht, dass der Bundesgesundheitsminister nicht nur in Talkshows eine Meinung äußert und sagt, allgemeine Impfpflicht, sondern dass er auch mal sagt, wie stellt er sich das denn vor? Geben Sie den Bürgern endlich Antworten zu den Wirkungen und auch Nebenwirkungen der Impfung. Deren Wirksamkeit und Sicherheit werfen viele Fragen auf. Eine Impfpflicht jedenfalls lehnen wir sowohl für einzelne Berufsgruppen als auch allgemein vollständig ab. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in der Berliner Innenstadt mehrere hundert Menschen an Kundgebungen gegen eine allgemeine Impfpflicht. Im Konflikt zwischen Russland und dem Westen verschärfen sich die Drohgebärden. Der Kreml kündigte schnelle Vergeltung an, sollte der Westen nicht, wie von Moskau verlangt, Sicherheitsgarantien liefern. Die russische Armee kündigte neue Militärmanöver an, unter anderem der russischen Nordflotte in der Antarktis. Der russische Außenminister sagte im Parlament in Moskau: Wenn eine konstruktive Antwort ausbleibt und der Westen seinen aggressiven Kurs fortsetzt, wird Moskau, wie Präsident Putin mehr als einmal gesagt hat, die notwendigen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Nach den USA schloss auch die britische Außenministerin Liz Truss direkte Sanktionen gegen Wladimir Putin für den Fall einer Eskalation der Lage nicht grundsätzlich aus. Wir liefern Verteidigungswaffen, wir leisten wirtschaftliche Unterstützung und wir drängen Russland von einer Invasion abzusehen. Und wir machen sehr deutlich, dass es für Russland schwerwiegende wirtschaftliche Folgen geben würde, wenn es das tun würde. Der russische Vizeministerpräsident Dmitri Kosak traf in Paris zu Gesprächen im sogenannten Normandie-Format ein. Beteiligt sind auch die Ukraine, Frankreich und Deutschland. Die Fronten zwischen Russland und den USA bleiben in der Ukraine-Krise verhärtet. Großbritannien und die NATO haben bereits weitere militärische Unterstützung für die Ukraine beschlossen. Deutschland hält sich zurück und setzt auf Sanktionen. Deutschland muss sich den Wirtschaftssanktionen anschließen. Es handelt mit Russland, und zwar nicht nur Gas, sondern auch Technologie und Waren. Wenn Deutschland richtig mitzieht, macht das einen viel größeren Eindruck auf den Kreml. Glücklicherweise hat Olaf Scholz bestätigt, dass er bereit ist, die Nord Stream Pipeline in das Sanktionspaket aufzunehmen. Das ist das Wichtigste, weil es eine extrem wichtige zukünftige Einnahmequelle für Russland betrifft. Seit 2014, seit der russischen Annexion der Krim, kämpft die ukrainische Armee gegen prorussische Separatisten im Donbass im Osten des Landes. Der Konflikt mit Russland hat mehrere Ebenen. Auch hier könne Diplomatie ansetzen. Die Gespräche im Normandie-Format in Paris mit den Russen, Ukrainern und Deutschen, das könnte Putin sagen: Okay, lasst uns im Donbass vorankommen. Lasst uns eine politische Lösung anstreben, die auch die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung dort respektiert. Putin kritisiert immer wieder, dass dieser Prozess eingefroren wurde. Glücklich ist er nicht darüber. Wenn wir also etwas Bewegung in die Sache bringen und Putin sagt: Gut, ich habe mit der Wiederaufnahme dieses Prozesses etwas gewonnen, jetzt kann ich mit dem ganzen militärischen Getue aufhören. Eine Reihe von NATO-Staaten will ihr Militär in Osteuropa verstärken, andere wollen Waffen liefern. Die US-Regierung hat etwa 8.500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzt.
Der Trick ist, dass man bereit ist, sein Territorium zu verteidigen, aber nicht notwendigerweise sofort Truppen schicken muss. Niemand will einen Vorwand liefern, den Putin nutzen könnte, um zu behaupten, er verteidige Russland gegen eine Bedrohung. Es wird also sehr wichtig sein, hier das richtige Gleichgewicht zu finden. Polen hat den Baubeginn der Grenzmauer zu Belarus begonnen. Offizielle Stellen teilten mit, dass die Genehmigungen für den Baubeginn des 353 Millionen Euro schweren Projektes an die Auftragnehmer erteilt worden seien. Wo genau zuerst gebaut wird, wird aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Bis Juni soll das Sperrwerk, das mit Kameras und Bewegungsmeldern bestückt wird, fertiggestellt sein. Der Druck auf die Grenze hat während des Winters nachgelassen. Einige Migrantenlager sind inzwischen verlassen. Mindestens 12 Menschen sind in den Wäldern an Kälte oder Hunger gestorben. Momentan sehen wir eher kleinere Gruppen mit bis zu etwa 30 Personen, die versuchen, die polnisch-belarussische Grenze illegal zu überqueren. Im vergangenen Oktober waren es oft mehrere hundert. Der Bau hat Menschenrechtsfragen aufgeworfen, da das Recht auf Asyl erschwert wird. Tausende Migranten überquerten im vergangenen Jahr illegal die Grenze. Europa sieht den Ursprung dieses Zustroms in Belarus, das Migranten mit dem Versprechen einer einfachen Einreise ermutige. Am 29. und 30. September 1941 wurden in der Schlucht von Babijar in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehr als 33.000 Juden hingerichtet. Einer der größten Massenmorde des Holocaust, für den jetzt ein offizielles Museum zur Erinnerung an die Opfer geplant wird. Es ist ein Massengrab und jahrelang war Babijar nicht bekannt. Wir wussten nicht, was hier geschah, weil es während der Sowjetzeit, aber auch danach von der Ukraine verschwiegen wurde. Eine europäische Delegation ist hier zum Gedenken, aber auch angesichts einer wachsenden Kriegsgefahr. Man weiß nie, was in einer Kriegssituation passieren kann, wenn Soldaten nahe der Grenze stehen. Man weiß nie, was von einem Tag auf den anderen passieren kann. Die Juden, die früher hier lebten, hatten auch keine Vorstellung davon, dass sie hier eines Tages abgeschlachtet werden würden. Die Ukraine möchte Babijar zu einer Gedenkstätte machen, wo auch die eigene Rolle hinterfragt wird, wo Weichen gestellt werden für die sich entwickelnde nationale Identität. Die slowakischen Behörden haben einem neuartigen Fortbewegungsmittel grünes Licht erteilt. Das fliegende Auto des in der Stadt Nitra ansässigen Unternehmens Kleinvision wurde von amtlicher Stelle die Flugtauglichkeit bescheinigt. Zuvor waren Probeflüge über einen Zeitraum von insgesamt 70 Stunden durchgeführt worden. Ich fliege oft durch Europa und habe mir gewünscht, ein fliegendes Auto zu besitzen, denn dann könnte ich landen und müsste anschließend nicht auf ein Taxi warten und ich müsste nicht durch überfüllte Ankunftshallen gehen, sagt der Mitbegründer des slowakischen Unternehmens. Die beiden Macher von Kleinvision meinen, mit ihrem fliegenden Auto dem Hubschrauber das Wasser abgraben zu können. Ich glaube, dass das senkrechte Abheben und Landen Teil der Fortbewegung und der Infrastruktur sein werden. Dieses fliegende Auto ist umweltfreundlicher. Nach der Landung kann das Fluggerät in ein rollendes Fahrzeug verwandelt werden, in dem die Flügel eingefahren werden. Der Antrieb stammt vom deutschen Unternehmen BMW. Ob der Prototyp in Serie geht, steht noch nicht fest. Mit mehr Mühe als erwartet ist Mitfavorit Daniil Medvedev in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime musste der russische Weltranglistenerste sogar einen Matchball abwehren, bevor er nach 5 Sätzen den Krimi für sich entschied. Nächster Gegner ist der Weltranglisten-Vierte Stefanos Tsitsipas, der kräftesparend in 3 Durchgängen gegen Jannik Sinner aus Italien gewann. Nach dem 6:3, 6:4 und 6:2 steht der Grieche bereits zum 3. Mal im Halbfinale von Melbourne. Die Freude musste einfach raus bei Danielle Collins, die zum 2. Mal nach 2019 die Vorschlussrunde der Australian Open erreichte. Die US-Amerikanerin schlug Qualifikantin Alizé Cornet aus Frankreich 7:5 und 6:1.
Mehr als zufrieden war auch Iga Swiatek nach ihrem Dreisatzkrimi gegen Kaja Kanepi aus Estland. Nach hartem Kampf über 3 Stunden und 1 Minute beendete die Polin mit 4:6, 7:6 und 6:3 Kanepis Siegesserie. Nach Jahren der Sparpolitik ist der Klapperkiste in Portugal die Luft ausgegangen. 2015 waren die konservativen Wahlsieger, brachten aber keine regierungsfähige Mehrheit zusammen. Der Sozialist António Costa kam mit einem Minderheitskabinett, toleriert von Linksaußenparteien, an die Macht. Dieser ungewöhnliche Pakt, den der Sozialist mit Kommunisten der PC, den verbündeten Grünen und mit dem marxistischen Linksblock BE ausgehandelt hatte, wurde als Sheringonza, als Klapperkiste bekannt. Die europäische Linke schaute auf das Beispiel Portugals. Niederländische und französische Politiker versuchten, das Erfolgsgeheimnis zu verstehen. Zwei portugiesische Journalistinnen schrieben ein Buch über das Phänomen. Die Linke in Europa kann in praktisch keinem Land regieren. In Spanien wurde in aufeinanderfolgenden Wahlen versucht, eine Regierung zu bilden. Es gelang nicht, die portugiesische Erfahrung in anderen Ländern zu wiederholen. Auch weil die populistischen Parteien in diesen Ländern bereits viel stärker verankert sind. Was als Klebstoff zwischen diesen linken Parteien funktionierte, die sich bis dahin nie verstanden hatten, war die Notwendigkeit, die Rechten von der Macht fernzuhalten. Alle Parteien, die an der Sheringonza beteiligt waren, betonen, dass das eine einmalige Konstellation gewesen sei, die sich wahrscheinlich nicht wiederhole. Der Österreicher Jörg Demel kam fürs Studium nach Portugal und blieb. Aus seiner Heimat kennt er Regierungen mit sehr unterschiedlichen Horizonten. Ich denke, das war ziemlich demokratisch, dass man jede Entscheidung aushandeln und gemeinsam treffen muss. Das mag ein wenig utopisch sein, aber ich denke, dass man das berücksichtigen sollte, wenn man überlegt, wie Wahlergebnisse in einem demokratischen Land zu einer Regierung führen. Der ungewöhnliche Pakt in Portugal hielt 6 Jahre. Aber der Linksblock und die Kommunisten votierten Anfang November gegen den Haushaltsplan der sozialistischen Minderheitsregierung. In so einem Moment sind Wahlen immer schlecht, aber für mich ist das Schlimmste, dass es keine Alternative gibt. Für mich macht das Sinn. Je mehr Parteien im Spiel sind, desto mehr Menschen werden vertreten. Denn jeder von uns hat seine eigene Stimme, die sich auf die bestehenden Parteien verteilen. Die Deutschen haben es schon kopiert. Wir haben nur die Rechte nicht verkauft. Aber das ist eine nationale Sache, das ist unser Manko. Deploy breakthrough technologies. The Internet of Things and big ideas. Artificial intelligence is one of the big technology game changers. Let's find out more. Diese Woche auf Euronews.
Als wir vor 5 Jahren in Bansko mit den Gemeinschaftsbüros begannen, war es eine Freizeitbeschäftigung. Wir haben uns zu einer der nachgefragtesten Anlaufstellen für ortsunabhängige digitale Arbeit in Europa entwickelt. Im Schnitt haben wir rund 100 Mitglieder. Bei Meet the Locals lernen Sie meine Geschichte kennen, diese Woche auf Euronews und euronews.com. Bundestagsdebatte über mögliche allgemeine Covid-19-Impfpflicht in Deutschland. Zuspitzung des Ukraine-Konflikts. Russland droht mit Vergeltung, sollte eine konstruktive Reaktion des Westens ausbleiben. Schlachtfeld der Großmächte. Konferenz in Brüssel diskutiert Sicherheit im All und die Steuerung des Weltraumverkehrs. Eine mögliche allgemeine Covid-19-Impfpflicht spaltet Deutschland. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will, dass sie kommt. In der Bundestagsdebatte bekam er Unterstützung. Wäre die Impfkampagne motivierender, aufsuchender gewesen wie im schönen Bundesland Bremen, dann müssten wir diese Debatte möglicherweise gar nicht führen. Jetzt aber stehen wir in der Verantwortung, die bestehenden Impflücken zu schließen. Eine allgemeine Impfpflicht ab 18 sendet die klare Botschaft, wir alle stehen in der Verantwortung füreinander. Aus der Opposition gab es teils Zweifel, teils deutliche Ablehnung. Es muss doch gerade darum gehen, neben der Frage des Ob einer Impfpflicht auch zu diskutieren, wie denn diese Impfpflicht aussehen könnte. Oder hätte ich mir gewünscht, dass der Bundesgesundheitsminister nicht nur in Talkshows eine Meinung äußert und sagt, allgemeine Impfpflicht, sondern dass er auch mal sagt, wie stellt er sich das denn vor? Geben Sie den Bürgern endlich Antworten zu den Wirkungen und auch Nebenwirkungen der Impfung. Deren Wirksamkeit und Sicherheit werfen viele Fragen auf. Eine Impfpflicht jedenfalls lehnen wir sowohl für einzelne Berufsgruppen als auch allgemein vollständig ab. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich in der Berliner Innenstadt mehrere hundert Menschen an Kundgebungen gegen eine allgemeine Impfpflicht. Im Konflikt zwischen Russland und dem Westen verschärfen sich die Drohgebärden. Der Kreml kündigte schnelle Vergeltung an, sollte der Westen nicht, wie von Moskau verlangt, Sicherheitsgarantien liefern. Die russische Armee kündigte neue Militärmanöver an, unter anderem der russischen Nordflotte in der Antarktis. Der russische Außenminister sagte im Parlament in Moskau, wenn eine konstruktive Antwort ausbleibt und der Westen seinen aggressiven Kurs fortsetzt, wird Moskau, wie Präsident Putin mehr als einmal gesagt hat, die Notwendigkeit
notwendigen Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Nach den USA schloss auch die britische Außenministerin Liz Truss direkte Sanktionen gegen Wladimir Putin für den Fall einer Eskalation der Lage nicht grundsätzlich aus. Wir liefern Verteidigungswaffen, wir leisten wirtschaftliche Unterstützung und wir drängen Russland von einer Invasion abzusehen. Und wir machen sehr deutlich, dass es für Russland schwerwiegende wirtschaftliche Folgen geben würde, wenn es das tun würde. Der russische Vizeministerpräsident Dmitri Kosak traf in Paris zu Gesprächen im sogenannten Normandie-Format ein. Beteiligt sind auch die Ukraine, Frankreich und Deutschland. Der Weltraum ist das neue strategische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Schlachtfeld der Großmächte. Dieses Thema stand im Mittelpunkt der Diskussionen auf der European Space Conference in Brüssel. Die Europäische Union will ihren Platz in diesem Wettbewerb behaupten und stärken. Einige strategische Konkurrenten versuchen tatsächlich, den Zugang zum Weltraum einzuschränken, so die französische Verteidigungsministerin. Symbol dieser Reibungen? Der Abschuss einer Rakete im November durch Russland, um einen seiner Satelliten zu zerstören. Ein unverantwortlicher Akt, so sehen es Washington und NATO. Für die EU-Kommission zeigen diese Spannungen die Bedeutung von Sicherheit und Souveränität im Weltraum. Der Weltraum sei zunehmend umkämpft, sagt EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Es sei ein strategisches Gebiet, das geschützt und verteidigt werden müsse, auch für die Europäer. Kürzlich habe eine Zerstörung eines Satelliten überall Trümmer hinterlassen, was unsere eigenen souveränen Konstellationen gefährden könnte, etwa diejenigen, die für unser tägliches Leben so nützlich seien, Galileo oder Kopernikus. Jedes Jahr werden Dutzende von Satelliten ins All geschickt. Im Durchschnitt führte China im Jahr 2021 einen Start pro Woche durch. Die Steuerung des Weltraumverkehrs ist daher ein wichtiges Thema, da die Kollisionsgefahr immer größer wird und Trümmer in Projektile umgewandelt werden können. Aber der Verlust eines Satelliten hätte sehr reale, sogar gefährliche Folgen auf der Erde. Beispielsweise nutzt ein Smartphone täglich Dutzende von Satelliten, je nachdem, welche Applikationen genutzt werden. Man stelle sich vor, die Satelliten würden einen Tag lang abgeschaltet. Das wäre eine Katastrophe, meint ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Die Wettervorhersage wäre sehr schlecht, was enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft hätte. Die Wettervorhersage aus dem Weltraum trage zu mehr als 60 Milliarden Euro an wirtschaftlichen Vorteilen für Europa bei. Thema Navigation. Wenn man Navigationssatelliten ausschaltete, funktioniere die Navigation natürlich nicht mehr. Thema Telekommunikation, Thema Aktienmärkte. Alles sei heute von Satelliten abhängig und dies werde noch zunehmen. Um diesem Risiko zu begegnen und die Sicherheit der EU zu gewährleisten, wird die Europäische Kommission im nächsten Monat einen Vorschlag für das Management des Weltraumverkehrs vorlegen. Ein mehr als unbequemer Gang für Boris Johnson. In der Affäre um Partys im Regierungssitz zu Zeiten extremer Corona-Kontaktbeschränkungen standen neue Wortgefechte mit der Opposition im Parlament bevor. Nach wie vor schwebt ein mögliches Misstrauensvotum der Abgeordneten seiner konservativen Partei wie ein Damoklesschwert über den britischen Premierminister. Und die Opposition bleibt im Angriffsmodus. Der Ministerkodex besagt, dass von Ministern, die das Parlament wissentlich in die Irre führen, erwartet wird, dass sie ihren Rücktritt anbieten. Glaubt der Premierminister, dass das auf ihn zutrifft? Mr. Speaker, natürlich. Aber lassen Sie mich dem Haus sagen, dass ich denke, dass er eine Frage zu einer Untersuchung stellt, die ich, wie Sie wissen, nicht kommentieren kann. Als Anwalt, Mr. Speaker, wird er wissen, dass ich mich dazu nicht äußern kann. Worauf ich mich konzentriere, ist die schnellste Erholung aller europäischen Volkswirtschaften von Covid und die schnellste Einführung des Booster-Systems. Was auch immer er heute oder morgen in seiner Erklärung sagt, wird nichts an den Tatsachen ändern. Dieser Premierminister und die Regierung sind nichts anderes als eine Verachtung von Anstand, Ehrlichkeit und Respekt, die dieses Land ausmachen. Nein, Mr. Speaker, natürlich will er mich aus dem Weg haben. Mr. Speaker, natürlich will er mich aus dem Weg haben. Natürlich, das leugne ich nicht, wollen mich viele Leute aus dem Weg haben. Aber ich nenne Ihnen den Grund, warum er mich aus dem Weg haben will. Weil er weiß, dass man dieser Regierung zutrauen kann, dass sie liefert.
Mit dem Verweis auf seine Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie versucht Johnson, sein politisches Überleben zu sichern. Ob es zu einem Misstrauensvotum kommt, wird wesentlich vom Ergebnis der internen und den polizeilichen Ermittlungen abhängen. Der Internationale Währungsfonds hat El Salvador aufgefordert, den Bitcoin nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Kryptowährung berge zu große Risiken für Staatsfinanzen und Verbraucher. Zudem solle die elektronische Geldbörse, deren Einführung die Regierung im ganzen Land vorangetrieben hat, streng reguliert werden. El Salvador ist das erste Land weltweit, das den Bitcoin für alle Transaktionen neben dem US-Dollar akzeptiert. Der Bitcoin ist starken Kursschwankungen unterworfen. Nach Einführung als gesetzliches Zahlungsmittel im September letzten Jahres hatte sich der Kurs fast verdoppelt. Jetzt liegt er wieder unter dem Wert, den er bei der Einführung hatte. Schon die Einführung war nicht reibungslos. Skepsis ist im Land weit verbreitet. Das gefällt mir nicht. Ich will das nicht. Werde ich gefragt, wie viel Geld ich verdient habe, nehme ich lieber eine Rolle mit Scheinen heraus und sehe mein Geld, wie viel ich verdient habe. Der salvadorianische Präsident Bukele steht weiter zu Bitcoin. Er spricht sogar über die Ausgabe von Bitcoin-gesicherten Anleihen. Da stehen dem Internationalen Währungsfonds die Haare zu Berge. El Salvador häuft fleißig Staatsschulden an, die aus Sicht des IWF absehbar nicht mehr finanziert werden können und schon gar nicht mit einer extrem schwankungsanfälligen Kryptowährung. Eine Forschungsgruppe ist im Coatal im Nordosten Portugals auf altertümliche Zeichnungen gestoßen. Eingeritzt in eine Felswand sind die Umrisse eines Hirsches. In der Gegend sind bereits zahlreiche geschichtswissenschaftlich wertvolle Entdeckungen gemacht worden, deren Alter teils auf bis zu 22.000 Jahre geschätzt wird. Die Fundstätten erstrecken sich mittlerweile auf rund 200 Quadratkilometer. Wir können die Zeichnungen nur mit den Höhlenmalereien von Lascaux in Frankreich vergleichen, die diese Größe haben. Wir können die Überreste untersuchen und dadurch herausfinden, was die Menschen hier getan haben. Sie haben diese Zeichnungen angefertigt, aber sie hatten auch einen Alltag, den wir entschlüsseln werden können. Die Fundstätten im Coatal werden von der UNESCO als Welterbe eingestuft. Als hier 1994 Spuren längst vergangenen Lebens entdeckt wurden, bedeutete das das Aus für das Vorhaben, an Ort und Stelle einen Staudamm zu bauen. An diesem Sonntag findet in Portugal die vorgezogene Parlamentswahl.